Die Bayern einen Tag nach dem 1:0-Sieg in Darmstadt, zwei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig. Regeneration im Leistungszentrum für die Profis, die gestern lange im Einsatz waren. Training auf dem Platz nur für eine kleine Truppe von gerade mal 6 Feldspielern. Darunter Arjen Robben, der gegen Darmstadt noch geschont wurde und die Reise nach Hessen gar nicht erst mit angetreten war. Jetzt aber alles dafür tut, um gegen Leipzig dabei sein zu können. Ähnliches trifft auf Philipp Lahm zu. Der Kapitän hat heute im Leistungszentrum individuell trainiert und will morgen wieder ganz normal ins Training einsteigen, um die Mannschaft am Mittwoch gegen RB voll unterstützen zu können. Einsteigen lautet auch, wenn man so will, das Motto unseres Matchday-Presenters am Mittwoch. Bayerns Platin-Partner Lufthansa hat dazu viele zusätzliche Aktionen rund um das Spiel der Spiele gegen Leipzig geplant. Zum Beispiel kostenfreies Parken in den Parkhäusern P1 bis P3 für Miles & More Statuskunden. Was bei den Männern noch aussteht, haben die Frauen des FC Bayern bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Das letzte Spiel des Jahres. Mit 3:0 hat die Truppe von Thomas Wörle am Sonntag in Essen gewonnen und damit Platz 2 in der Allianz Frauen-Bundesliga über die Winterpause gesichert. Entscheidend zum klaren Sieg beigetragen hat dabei die zweifache Torschützin Nicole Rolser. Auch die Basketballer des FC Bayern bleiben auf Erfolgskurs. Bei ihrem nie gefährdeten 94:65 Sieg gegen Ludwigsburg hat die Mannschaft von Sascha Djordjevic eine ihrer bislang besten Leistungen in dieser Saison auf das Parkett des Audi Domes gezaubert. Angeführt vom überragenden Maxi Kleber, der mit 19 Punkten auch erfolgreichster Werfer war.